Im Internet nannte sich mein Mann Brandstifter. Und mit dem Feuer hat er tatsächlich gespielt. Wenn die Polizei seine Festplatte zu Gesicht bekommen hätte, dann wäre ich ihn schon früher losgeworden. Ihr Mann hat sich illegale Pornografie runtergeladen. Nein, dazu war er zu bieder. Er hat mit gefälschten Uhren gehandelt. All diese Schweizer Uhren made in China, damit hat er ein paar Jahre lang viel Geld verdient. Wenn er so viel verdient hat, weshalb hat er dann bei der Gemeinde Geld unterschlagen? Der Biedermann hat sich übernommen. Er hat das Geld in eine Ferienanlage auf den Bahamas investiert. Ging alles den Bach runter und zurück blieb ein Schuldenberg. Aber er hatte nach wie vor einen guten Job bei der Gemeinde, oder? Das habe ich ihm auch gesagt. Lange sah es auch so aus, als würde wieder alles wie früher. Er handelte zwar immer noch mit den Uhren, versprach mir aber, keine risikoreichen Investments mehr zu machen. Doch irgendetwas stimmte nicht mehr. Mein Mann wurde vom Biedermann zum Angsthasen. Er hatte Angst. Und wie? Er sagte, dass ihm jemand auf die Schliche gekommen sei. Jemand von der Gemeinde? Ja, schon möglich. Aber das ergibt alles keinen Sinn. Ihr Mann ist ermordet worden und nicht irgendjemand, der die krummen Machenschaften ihres Mannes aufdecken wollte. Vielleicht wollte dieser jemand gar nichts aufdecken, sondern lediglich am Gewinn partizipieren. Die entscheidende Frage ist nämlich, was mit dem Geld geschehen ist, das mein Mann angeblich unterschlagen hat. Er hat es nicht für die Ferienanlage auf den Bahamas abgezweigt. Nein. Ich glaube, dass mein Mann erpresst wurde. Sie können für mich arbeiten. In der Garage liegen noch ein paar Kisten mit Uhren herum. Leute wie Sie haben doch Kontakte zur Unterwelt, oder? Ich fuhr zurück in mein Büro und dachte an die Uhren, die Ferienanlage auf den Bahamas und den biederen Beamten und einen Erpresser, der mit ihm spielte. Doch weshalb sollte jemand die Kuh töten, die man so leicht melken konnte? Bei der Polizei stellte man sich dem Kostendruck, indem man einen neuen Verhörautomaten testete, der in leichteren Fällen effizient und kostengünstig von der Verhörstrategie bis zum fertigen Protokoll alles lieferte, ohne dabei einen Ferienanspruch zu erheben. Tja, das ist ein Prototyp aus Kanada. Er funktioniert wie ein Beichtstuhl. Der Verdächtige setzt sich rein. Und schon beginnt das Verhör. Leider wurde bei einem ersten Test ein junger Polizist durch einen Stromschlag verletzt. Vielleicht gehören Stromschläge zu den Verhörmethoden der kanadischen Polizei. Davon steht nichts in der Bedienungsanleitung. Ein bisschen ungewohnt ist natürlich die Sprache. Die Verhöre können nur auf Englisch oder Französisch geführt werden. Aber in 2 Wochen erwarten wir ein deutsches Sprachmodul. Fremdwörtern sollte man aus dem Weg gehen, wenn man nicht weiß, wie man sie grüßen soll. Egal, Maloney, mit diesem Feuerautomaten beschreiten wir Neuland. Ich glaube, dem Automaten ist etwas sauer aufgestoßen. Ist der Blunschli noch drin? Da nickt jemand. Und dieser jemand ist bleich. Und weiblich. Blunschli ist ein robuster Kollege. Wahrscheinlich ist er eingeklemmt. Die Feuerwehr wird den Automaten aufschneiden und Blunschli befreien.